Servus und hallo in Elite Odyssey. Ich bin hier unterwegs. In einem Anarchiesystem natürlich, wie immer. Wie immer. Das sind halt die interessantesten Systeme. Und zwar hier in LHS 1541. Das ist ein Anarchiesystem mit 5 Milliarden Einwohnern der Föderation. Sicherheitslevel Anarchie. Hier steht Landwirtschaft und Raffinerie, aber es gibt hier auch eine ganze Menge Touristenzentren. Touristensiedlung, Touristensiedlung, Touristensiedlung. Und diese Touristensiedlungen sind weitgehend auch eine Anarchiesiedlung. Ja, das System hatte ich hier halt auch wieder aus der Liste in Inara daraus gesucht. Wie das beispielsweise hier bei Inara dann gemacht wird, über Daten, nächste Stationen, dann eben da, wo man gerade ist, eingeben, dann Anarchie als Regierung für die Station, Wirtschaft, Tourismus für die Station und dann hier eingrenzen auf Odyssey, Oberflächensiedlung, Surface Settlement und dann hier nochmal Stationsbesitzer, die Regierung Anarchie für den Stationsbesitzer und auf Suche. Und dann kommt hier die entsprechende Liste raus. Und da muss man dann halt mal reinfliegen in ein System und muss sich das mal ansuchen, aufsuchen. Ja, wie gesagt, ich hatte hier dann jetzt LHS 1541. Mir dann mal rausgesucht, weil hier die Entfernungen auch nicht so groß sind mit den Lichtsekunden. Ja, und da habe ich hier zum Beispiel dieses Schon-Tourist-Hotel und so weiter. Wir müssen die uns halt jetzt mal anschauen, wie die im Design sind. Wir müssen halt das Design uns jetzt mal anschauen von den Siedlungen. Engage. Ja, hier gibt es eine ganze Menge große Stationen, wo man auch mit L Landeplätzen dann eben rechnen kann und dann habe ich mir hier erstmal das nächste ausgesucht. Nur mal so am Rande erwähnt, für die Nicht-Astronomen, Planeten sind es, wenn sie um die Sonne kreisen und Monde sind es, wenn sie um Planeten kreisen. Also das ist praktisch ein Planet und das ist ein Mond von diesem Planet, der kreist um den Planeten. So einfach ist das. Planeten kreisen um Sonnen. Und Monde kreisen um Planeten. Jetzt bin ich vorbeigeflogen. Ja. So. Nochmal zurück. Ja, das sind immerhin 4 Habitatgebäude. Und dann nochmal eine Bar. Das könnte noch da rein. Das eine in dem, was tiefer liegt zwischen den beiden Bergen, das ist dann sicherlich das Powergebäude. Also das ist dann so eine Siedlung mit 7 Datenports. Da sind jetzt also in den Habitaten jeweils ein Datenport drin, dann in der Bar und 2 Datenports sind in dem großen Gebäude, das oben rechts war. Ja, also 7 oder 8 Datenports, das ist ideal. Wir landen mal schön nebendran, falls wir stiften gehen müssen, schnell wegrennen und schnell wegfliegen, was ja auch immer wieder vorkommt. Wie gesagt, das ist eine Anarchie-Siedlung, da darf man Leute erschießen, ungestraft. Wie das funktioniert mit diesen Anarchie-Siedlungen, das habe ich mal genauer erklärt in meinem vorherigen Tipp, das ist der Tipp Nummer 18, wo man
eben in Anarchiesiedlungen kein Kopfgeld kriegt, auch wenn das System in Demokratie oder Feudalismus oder Kommunismus ist. Wir könnten jetzt im Maverick oder im Dominator rausgehen. Wenn ich nur scannen will, dann nehme ich einen Dominator, weil der ja ein Kampfanzug ist. Wenn ich allerdings auch in Schränke reinschauen will, die ich aufschweißen muss, dann nehme ich den Maverick. Und da ich ja auch noch ionisiertes Gas brauche und vielleicht ja mit viel Glück hier auch sowas zu finden ist, deswegen. So, schaffen wir uns erstmal einen Überblick. Ups, vorbei. Ups. Hier so leer. Ach nee, da laufen welche. Pilot. Hm, das sind Habitale. Das ist die Bar. Die Schwerkraft ist ein bisschen höher als normal. Na gut, ist ein Planet. Hier ist 0. Was? Ich darf da mit 0 rein. Ja, aber da nicht mehr. Und da brauche ich Sicherheit 1. Ja, also ich muss da noch einen abscannen dann. So, und hier haben wir das Powergebäude. Haben Sie schon mal als Kurier gearbeitet? Sie müssen diskret sein. So, die will mir da was anbieten. Vielleicht lässt sie sich ja auch scannen. Schleichmodus. Oh, die hatte die 3. Wow. Das ist cool. Die hatte 3. Das heißt, wahrscheinlich kann ich im Powergebäude den Siedlungsalarm abschalten. Nein. Wer hat mich denn jetzt ausgewählt hier? Ich will die 3 behalten. Stecken Sie dieses Ding, so etwas dürfen Sie. Du wirst mir jetzt nicht die Nummer 3 abnehmen. Ja, ich sollte doch erstmal irgendwo auf ein Terminal gucken. Wo dieser Siedlungsalarm ist. Das ist nicht verkehrt, wenn wir den mal abschalten. Und die mich scannen, das kommt gar nicht in Frage. Denn wir sind ja in einer Anarchiesiedlung. Da muss man sich auf so ein Scannen gar nicht einlassen und kann straflos, konsequenzenlos da dagegen ankämpfen. Übrigens muss man auch den Siedlungsalarm nicht unbedingt abschalten. Das bedeutet nur, dass man vielleicht ein bisschen mehr kämpfen muss dann, wenn man den nicht ausschaltet. Weil da, wenn man irgendwo erwischt wird, natürlich dann alle dahin sprinten, alle NPCs. Aber es muss nicht sein. Er will mich jetzt schon wieder scannen. Nur ein kurzer Scan. Warum so unruhig? Nervös? Ein Schmuggler! Ein Schmuggler? Nix Schmuggler. Die Leute umbringen. Aber am besten eben lautlos mit dem Energiesammler da, weil sonst alarmiert man den Rest. So. Warum hören die einem nie zu? Wer redet hier? Bleib stehen. Wir brauchen hier Hilfe sofort. Schickt Verstärkung. Nix Verstärkung. Schon doch die Siedlungsalarme hier. Und die Autorisierungsscans machen wir auch mal aus. So, habe ich jetzt hier irgendwo zufällig eine Aufladedose? Ja. So, schön. Was haben wir hier?
Graphen. Ah, Flüssiggas. Waffenplan? Waffenplan. Ich habe ja genug Waffenpläne. Warum kann das kein Handlungsplan sein? Oh Mann. Machen wir mal Licht. Da draußen tut sich noch nichts, das ist gut. Ich gucke immer da oben auf dem Radar nach den Punkten. Ja, zum Schluss kann man hier auch notfalls den Energieregulator klauen. Hier ist weder Schrank noch ein Datenpanel zum Abscannen. Gibt's hier nicht. Ist gesperrt, gut, okay. Naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, dann schauen wir hier nochmal drauf. Das deaktiviere ich mir jetzt wieder, was ich hier markiert habe, weil das irritiert mich sonst. Siedlungsalarm ist ja abgeschaltet, genauso wie die Autorisierungsscanner. Also wenn ich jetzt notfalls doch noch meine Sicherheitsstufe verliere, da diese Autorisierungsscanner abgeschaltet sind, komme ich notfalls überall rein. In dem Gebäude hier, in dem großen, gibt es zwei Datenpanels zum Abscannen. Das habe ich jetzt allerdings nicht beim ersten Turn gemerkt, deswegen hier nachträglich nochmal eingefügt. Hier gibt es eins im Erdgeschoss, in dem hinteren Raum, wo ich jetzt hingehe, und direkt oben drüber im ersten Stock gibt es nochmal ein Datenpanel in diesem Gebäude. Der geht. Klassische Unterhaltung kann ich gebrauchen. Fotoalben. Erstmal bei der Inara-Liste. Ne, das braucht man nicht. Aufwendungen für Mitarbeiter. Braucht man auch nicht. Ja, dann muss ich erstmal immer bei Inara nochmal abchecken, was man braucht und was nicht. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe ja immer, dass ich nochmal irgendwie ionisiertes Gas finde, da brauche ich noch 25 Stück davon. Hm. Okay. Hey, ich gehe mal kurz was überprüfen. Der überprüft was. Hey. Ja, der hat es nicht gecheckt, dass ich da rauskam. So, das Panel haben wir. Mir geht es ja vor allem um Daten. Fällt mir gerade ein. Vielleicht haben die ja doch ein Kopfgeld. Kopfgeld festgestellt. Tatsächlich. Kopfgeld von 34.000. Wow. Guck dir das an. Und was ist mit den anderen? Was? Schon wieder? Kopfgeld? Nee, hat keins. Ja, schon wieder die Batterie schwach. Na, dann laden wir die nochmal auf hier. War da hier nicht das? Hier war doch was zum Aufladen. Ja, das ist da. Da. Da ist es. Ja, wenn man dauernd das Schild anhat, dann ist natürlich ganz schnell die Energie leer.
Habe ich eigentlich genug Batterien dabei? Ja, zwei. So, in den anderen Räumen brauche ich nichts mehr. Ich meine, gut, klar, ich könnte da nach ionisiertem Gas schauen, aber dass man das hier findet, ist unwahrscheinlich. Und die Datenpanels, die sind eigentlich das wirklich Interessante hier. Wieder eine. Anschleichen. Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Ich darf das. Erkundungstagebücher, brauche ich die? Erkundungstagebücher, ne. Fraktionspartner, wie steht's damit? Ja, die kann man gebrauchen. Aber ich brauche eigentlich Finanzprognosen und Pläne für Verleumdungskampagnen. Das brauche ich für die Ingenieure. So, optische Linsen zu Tausenden. Ja klar, hier findet man eigentlich kein ionisiertes Gas. Darüber, da läuft eine. Der Napoleon Bonaparte. Ja, dann gehen wir erst hier rein. Hey, Vorsicht! Die geht auch noch rein. Nein. Sind da zwei drin? Na, die kommt raus. Okay. Die eine geht rein, die andere kommt raus. Das ist natürlich leicht ergeben. Eine statt gegen zwei. Doch, die geht auch raus. Das ist ja noch besser. Da muss man nicht erschießen. Sperrzone, raus hier. Sie betteln darum. Noch eine da, siehst du? Kompromittierendes Material? Kompromittieren braucht man da. Das sind die ich brauche. Genau. Pläne für Verleumdungskampagne. Da habe ich endlich eine. Steuerunterlagen braucht man nicht. Ja, und von diesen Plänen für Verleumdungskampagne brauche ich noch 7 Stück. Ups, da schießt einer auf mich. Wer schießt denn da? Okay, abgeschlossen. Halt, Strom. Die wusste jetzt nicht, wer, wie, wo, was. Da verstecke ich mich erstmal. Da drüben gibt's Strom. So, da patrouillieren Soldaten. Irgendwo Strom. Da. Anzug wird aufgeladen. Anzug aufgeladen. Da kommt jemand raus. Guten Tag. Ein Schritt zurück, okay? Ja. Ganz sicher. Und
da ist ja auch schon wieder jemand drin. Zensusdaten braucht man nicht. Schlaraffenland. Schlaraffenland für Sammler von optischen Linsen. Ich brauche das alles jetzt im Moment nicht mehr. Nazarus nehme ich mit. Das lässt sich super verkaufen. So, Munition nachfüllen. Macht auch Sinn. So, jetzt hatten wir dieses Habitat, jetzt kommt noch das da dran. Dann haben wir alle durch und leider nur einmal Pläne für Verleumdungskampagne gefunden. Aber immerhin war ja einmal. Einmal, das ist ja schon mal was. Aufwendung für Mitarbeiter braucht man nicht. P wie Propaganda. Propaganda. Brauche ich auch nicht. Aktionärsinformationen. Wo bin ich denn? Aktionärsinformationen nicht. Spenderliste einer Fraktion. Das braucht man alles nicht. Ja. Das ist alles Schrott. Naja gut, vielleicht finden wir noch einen Lazarus. Pilot, okay. Pilot scannen nicht. So, wir haben jetzt da hinten das Gebäude. Wir waren im Power-Gebäude. Wir waren jetzt in dem und dem Gebäude. Wir waren hier und hier. Nur in der Bar waren wir noch nicht. Pilot. Wir haben da eine Einladung bekommen jetzt, nachdem ich genug von diesen Smear-Campaign-Dingen da, also diese Pläne für Verleumdungskampagnen verkauft habe, an den Bartender. Da habe ich jetzt die Einladung hier von der Jaden Bond bekommen. Ich soll sie besuchen. Und da fliegen wir mal hin. Zu Frau Bond. Und rüsten mal einen Anzug auf. Erweitern den, modden den. So, die Frau Bond wohnt im Bayern-System. Ja, da habe ich schon eine Route geplant. Donnern wir mal hin. Ich kann das natürlich beim Videoschneiden dann wieder etwas abkürzen mit der Flugreise. London Gear retracted. Ship restraints retracted. Access corridor is clear. Autsch. Da war was im Weg.
Frameshift Drive charging. You are clear of the station. Safe travels, Commander. Fliegen ein auf der Station von der Jadenbond. Die hat auch gleich eine Bank. Können wir gleich noch ein bisschen Geld abheben. Bei der Frau Bond angekommen. Dann wollen wir mal schauen, was sich da jetzt machen lässt. Ich wollte ja den Improved Jump Assist. Den sie ausrüsten kann. Modden kann. Wie los hier? Guten Tag, ich bin Jaden. Und Sie sind neu hier? Sieht so aus. Sie hatten vermutlich eine lange Anreise. Ich hoffe also, dass meine Arbeit die Mühe aufwiegen wird. Allerdings gab es bislang keinerlei Beschwerden von meinen Kunden. Ja, das ist doch fein. So, was habe ich da? Verbesserte Sprungassist. Kampfbewegungsgeschwindigkeit, leises Auftreten. Das ist das, was sie da so im Angebot hat. Die Ingenieurin, die Frau Bond. Mein Name ist Bond. James Bond. Jaden Bond. Also, Jump Assist. Ihren Anzug oder die Waffe anschauen? Mein Dominator hat erhöhte Sprintdauer. Mein Maverick hat... Na, so. Dominator, der hat erhöhte Sprintdauer und schnellere Schildregeneration, hat der schon mal. Aber ich will ja beim Maverick mehr springen können. Da habe ich schon Rucksack, erhöhte Sprintdauer auch drin. So, und hier haben wir alles. Ja, fürs leise Auftreten fehlt einiges. Das ist ein spezieller Entwurf für erhöhte Agilität. Ich wollte den besseren Sprungassist. Wer ganz nach oben will, sollte es damit versuchen. Mhm, genau. Eine gute Wahl. Da haben wir unseren Maverick-Anzug. Den haben wir jetzt komplett voll. Zusätzlich Rucksack. Besseres Tracking habe ich ihm mal gegeben, aber das war mir wichtig. Erhöhte Sprintdauer und bessere Sprungassistenz, das war mir wichtig. So, jetzt habe ich hier den Antemis. Der hat noch ziemlich leer erhöhte Sprintdauer. Dem sollte ich vielleicht auch einen besseren Sprung geben, ich weiß nicht. Wer ganz nach oben will, sollte es damit versuchen. Nee, ich habe ja genug Sachen davon. Eine gute Wahl. Ich kann das an mehrere Anzüge vergeben. Gebe ich dem auch mal verbesserte Sprungassistenz. Ja. Beim Dominator, da weiß ich echt nicht. Ich wollte dem Dominator eine bessere Damage Resistance geben als Kampfanzug und auch extra Ammo. Extra Munition beim Jude Navarro. Ja,
ist eben die Frage, dafür brauche ich die zwei Slots. Jo, das machen wir dann auch. Nichts überstürzen. Genau, nichts überstürzen. Und jetzt gucken wir mal nach den Waffen. Da habe ich wahrscheinlich noch nicht... Dann geben Sie mal her. Wahrscheinlich noch nicht genügend an... Ja, Patrouillenrouten fehlen mir da hier. Schnellere Handhabung. Mit ein paar kleinen Verbesserungen haben Sie eine fabelhafte Waffe. Verbesserte Draufhaltenpräzision. Eine Modifikation für selbstbestimmte Kämpfer. Ja, da fehlt mir noch Kampfleistung. Und da sie leise ist. Das ist ein spezieller Entwurf für erhöhte Agilität. Also da kann ich nichts aufrüsten. Bei der Tormentor. Dasselbe Spiel. Da fehlen mir Materialien. Die Aphelion. Da fehlen mir auch Kampfleistungen. Gut, da kann ich mehr nicht tun. Das war's dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gut. Mein Maverick ist somit komplett. Ja. Und dem Artemis habe ich jetzt auch gleich noch einen besseren Sprung mitgegeben. Vielleicht kann er das ja gebrauchen. Denn bei dem Artemis für biologische Sachen sammeln, biologische Proben sammeln, da weiß man echt nicht, was kann der gebrauchen. Da ist man auch immer im SRV unterwegs und braucht er auch insofern nicht unbedingt mehr Sauerstoff. So, und jetzt möchte ich zum Herrn Navarro nochmal, zum Jude. Denn der rüstet mir den Dominator noch auf mit Materialien, die ich habe. Der wohnt in Aurai. Lichtjahre, 6 Sprünge. Wir sind beim Jude Navarro im System, um Anzug aufzurüsten in Aurai. Der wohnt in einer Station, die heißt Marshall's Drift. Da, Marshall's Drift. Jude Navarro, da steht's auch. Da müssen wir jetzt hin.
Ich werde jetzt mal den Supercruise-Assistenten verwenden für den Flug da. Der erleichtert dann doch den Supercruise, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt. Dafür ist man allerdings auch ein bisschen langsamer unterwegs. Der Assistent soll sich ja automatisch angeblich abschalten, habe ich gelesen, wenn man dann die Geschwindigkeit verändert. Das macht er bei mir aber nicht. Der funkt mir jetzt beim anderen Flug immer wieder dazwischen. Da sieht man es, zack, wieder rausgeflogen und in die Umlaufbahn gezwungen. Dann muss ich den, immer manuell abschalten. Das ist dann doch etwas nervig. Das macht dann keine Freude. Es wäre schon besser, wenn der auch sich, wie das geschrieben stand, in dem Moment, wo man einen Geschwindigkeitsregler benutzt oder die Tasten dafür, dass der sich automatisch abschaltet. Wie gesagt, bei mir funktioniert das nicht. Bei mir will er da nicht. So, wir sind beim Jude, Navajo in Aurai, in Marshall's Drift. Zum Anzug aufrüsten. Da sind Sie ja wieder. Willkommen zurück auf der Basis. Was schwebt Ihnen vor? Sie haben meine Entwürfe bereits gesehen. Mit ein paar Materialien könnten wir sie hier sofort umsetzen. Nun, dann schauen wir mal. Arbeiten. Der Maverick ist ja jetzt voll. Ja, der Dominator. Da wollte ich einen höheren Schadenswiderstand. Alle Materialien. Wenn Sie damit rechnen, ins Visier genommen zu werden, könnte das hier helfen. Erledigt. Etwas Hilfe kann nie schaden. Und zusätzliche Munitionskapazität. Da fehlen mir noch. Eine extra große Wirkung. Da fehlen mir noch Waffentestdaten. Igitt, das brauche ich nicht. Irgendwie Nahkampfschaden. Da fehlen mir noch Waffentestdaten. Die muss ich mir noch besorgen. 3 Stück.
Gut. Ja, also bei Maverick ist nichts mehr zu wollen. Der ist jetzt beim letzten Mal komplett verbessert worden. Tja, bei dem Artemis braucht der einen Schadenswiderstand. Ja, das geht sowieso nicht mehr. Da fehlen Sie mir die ballistischen. Wenn Sie damit rechnen, ins Visier genommen zu werden, könnte das hier helfen. Fehlen mir die ballistischen Daten sowieso. Also da ist nichts zu machen. Ich habe ja so viel Zeit. Wie sieht's mit Waffen aus? Was darf's denn sein? Hier brauche ich noch Kampftrainings mal. Waffentesten, Tarnverhinderung für Sicherheit. Ja. Das verschafft Ihnen im Kampf etwas mehr Zeit. Das verschafft Ihnen im Kampf etwas mehr Zeit. Tja, ich brauche da schon Waffentestdaten und Aufwendungen für Sicherheit. Ein anderes Mal vielleicht. Ja, ein anderes Mal dann. Ja. Dann erstmal Dankeschön. Bis dahin. Bis dann. Das war's dann beim Jude Navarro nochmal. Gut. Wir haben jedenfalls schon mal höhere Damage Resistance in unserem Anzug. Das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute, bis zum nächsten Video und tschüss dann, ciao.